So, guten Morgen. Eieiei. Ja. Dann frisst du mich mal aus mit Schlüssel. Mit Messer. Wo ist Ona? Im Geburtstagskind bist du jetzt. Ja? Ja. Bin ich heute das Geburtstagskind? Was zur Hölle machst du? Das nennt man immer so, wenn man groß ist. Ach so. Oh. Oh. 2 Jahre. Happy Birthday, lieber Papa. Happy Birthday to you. Hoch soll er leben, hoch soll er leben. Dreimal hoch, hoch, hoch. So, Super. musst du die Herzkerze da auspusten, bevor alles Oh, abfackelt. Herzkerze? Achso. Und wünsch dir was. Und wünsch mir was und mach mal da Licht an gleich. Oh. Na, aber die Lampe. Ziehen, nach unten ziehen. Einfach ziehen, ziehen. Ja. Danke. Ah, das hast du gestern schon stehen sehen irgendwo. Gar nicht. Hä? Gar nicht. Das ist eine Mumie. Happy Birthday. Ich konnte Birthday. Day. Ich habe halt geschrieben. Das S ist zu viel. Ja, aber unten ist richtig. Papa. Dad. Wow, cool. Gute Nummer. Oh. Papa, die Karte Gott. Da ist ein X, da ist kein S. Die Karte. Oh, der Wind. Oh, es ist viel. Sind wohl wir. Oh Mann, ja. Das wird eigentlich gar nicht schön, wer damit die fand ich nicht so gut. Ist alles cool. Nein, nicht reinfassen. Super. Papa, du hast Schokolade. Und ich habe Schokolade. Ja. Oh Mann, Kinders. Pack aus. Ich habe sie modifiziert. Hier, pack aus. Mein Hey Mama, das ist etwas für mich. Eine Funfitasse. Cats and Dogs. Katzen und Dogs. Ja, sonst. Aber du isst die Schokolade. Ich bekomme eine Tasse. Hat Mama gemacht. Papa für alle. Ja. Mama, die Tasse ist toll. Damit kann Papa Kaffee Du trinken. bist für alle. Für alle da. Ja, Ich dachte, hier das Papa. ja. Papa, möchtest du Schokolade haben? Hey, Una, Guten Morgen. Das ist so oder so. Wollt ihr damit spielen? Guten Morgen, Herr Birner. Mama, kannst du den kleinen Geht? Luftballon haben? Ich hier nicht mit der Lampe. Ja, ging so. Warum doch nicht in den August? Na, das wollte ich nicht. Ich wollte mit deiner Arme ein bisschen wuscheln. Nein, nicht die Kerze! Mach das wieder rein, Ohne. Ich meine, die Taube macht dann echt Angst. Das geht auch nicht ab. Das habe ich gestern noch eingebrannt. Das war nicht im Ofen. Aber du stehst nicht hier. Mama ist. Eigentlich hätte ich gerne noch was mit dem Vogel gehabt. Ich oder so. Bestimme, weil es sind meine Ballons. Hast du auch blaue gefunden? Aber es gab keine Taube und die Katzen sahen doof aus. Und deswegen habe ich dann ja die Hunde genommen. Ja, Hunde sind cool. Ich dachte für alle, weil du bist immer für alle da. Und für alle. Ja, sogar für die Taube. Papa ist für alle da. Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Das muss man ja sein. Tiere können ja auch nicht dafür. Ja! Geh mal kurz beiseite, bitte. Ja!
möchte mal gucken. Nein, ich möchte jetzt nicht. Guck mal, ob sie so eine Parasiten hat. Was heißt Parasiten? Ja, halten kannst du dich schon. Das ist schon mal gut. Was denn? Los, flieg ab. Ja. Hat sich nicht mehr. Schubsen will ich sie nicht. Musst du schon selber wollen. Gut. Okay. Also irgendwie kannst du schon halten. Vielleicht kann ich dir beibringen. Na, jetzt hat sie sich nicht, dass sie sich auf mich fixiert hat. Schon. Die Mama fliegt nicht mit, nee. Was soll ich hier? Guck mal, wie sie mich anguckt. Na los, hopp. Genau, Anni, zeig mal, wie es geht. Nee, hüpfen. Du wolltest doch was, hopp. Und? Sieht sie? Nicht wirklich. Sie guckt sich erstmal um. Sie will die neue Stadt bewundern. Wie sie unsere Taube noch. Junge, pass auf wegen Ona, ja? Blumen, lass das mal bitte. Blumen, hör auf damit. Gesagt haben wir die Köpfe machen oder so. Ja. Vielleicht mag die Beeren. Genau, mach halt. Nein, ich kann auch nicht alle Beeren essen. Das sind Vogelbeeren, mach die weg. Also ich würde mal sagen, das dauert noch zu früh. Die ist noch ein Vogel. Mama, Vogel. Mach die da hin, aber die kann die noch nicht essen. Halt, deswegen. Wird schon eine Stunde. Bestimmt. Ich habe hier Kinder kann ich gar nicht animieren hier. 40. 5,20. 60 und ich habe kleine, ja, aber ich glaube, ich habe noch 70 Euro. 25. Überall schreien Kinder. Na, weiter. Alles Gute zum Hühnchen. Ja, danke, Wolfgang. Nicht viel, ich bin ein Jahr älter geworden. Ja, wahr. Oder heute werde ich ein Jahr älter. Ja, die Zeit vergeht, wa? Die Zeit vergeht, auf alle Fälle. Ja, scheiß Wetter, wa? Ja, Regner hat sich gut eingeregnet jetzt, wa? Einen Tag schon? Ja. Regnet schon über 24 Stunden jetzt. Ja. Alles Gute. Danke. Bis dann, ciao. Hallo, Mama. Gut, also wir haben den Pumpendieb gefunden. Als wir auf dem Weg waren, jetzt essen zu gehen.
Und ich habe den zur Rede gestellt. Weil das ist ja ein Obdachloser. Und in seinem Wagen war die Puppe nicht mehr, also die wird da schon verkauft haben, bin ich der Meinung. Jetzt fing er natürlich an, alle anderen sind schuld und er wollte mir die Pumpe ja zurückbringen und jetzt, heute wollte er zu mir kommen und er war ja gar nicht da und so weiter und so fort. Also tausend Dinge, tausend Ausflüchte. Ich habe zu ihm gesagt, am Montag kann er gerne vorbeikommen und mir die Pumpe wiederbringen und dann ist alles vergessen und so. Ansonsten gibt es halt nur Ärger für ihn. Und das will er ja bestimmt auch nicht. Nicht deswegen. Und wenn er sie nicht mehr hat, dann kann er sie mir nicht geben, aber dann lässt er sich wenigstens auch nicht mehr blicken. Zu holen ist nichts bei den Leuten. Da kann man nichts gegen machen. Also da kann man. Das ist halt so. Die leben auf der Straße, die müssen halt zusehen, wo sie bleiben. Und einige schlagen halt den richtigen Weg ein, vielleicht, also auf der Straße zu leben. Und sagen wir mal betteln. Und andere machen den erstmal vermeintlich einfacheren Weg, einfach was zu klauen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Zollen ist bei denen nichts, deswegen muss man da kein großes Brimborium machen. Auch mit Polizei und Anzeige, das hat ja keinen Sinn, das muss man halt gar nicht. Das ist totaler Schwachsinn. Aber naja, ich habe ihn zur Rede gestellt. Ich habe meinen Frust erstmal raus. Und jetzt frühstücken wir was, hoffentlich, wenn die Kleine mitmacht, weil die ist ein bisschen picky. Ich will unbedingt raus. Mama, darf ich mir die Haare aufnehmen? Kann ohne Schaum? Ja, ich will hier jetzt ein bisschen Schaum geben, sonst wird ruhig stellen mit Schaum. Ich bin eine Friseurin mit ganz winzigen Haaren. Mama, ohne ist doch alles in Ordnung. Oh na, ich hab weiter raus. Mama, ohne süß. Du auch? Nein. Nein? Ja. 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 Papa, schau mit das an. Nee, das ist gut. Dann heilt es vielleicht auch gut ab. Englische Frühstück, ich liebe es. Ich auch. Die auch. Ja. Ich liebe die Bohnen. Ich liebe dieses Frühstück. Ein Croissant mit Nutella. Mama, kannst du auch mal diese Bohnen machen mit Toast und Spiegelei und Würstchen? Habe ich schon mal gemacht. Ja, ich weiß, aber kannst du das nochmal machen? Bestimmt, weil es einem so gut geschmeckt hat. Es schmeckt. Ich esse doch immer noch. Jetzt ist abends schon, oder nachts. Jetzt kommt ja auch die Winterzeit, wo sich eh die Videos wieder ein bisschen ändern, eher ins, naja, will man nicht sagen, private unbedingt mehr gehen, aber eben schon eben nicht mehr in Richtung so viel Fahrräder. Und da verlieren wir eh wieder, Leute. Also das ist ganz normal, obwohl wir ja eine ganze Menge ganz, ganz schön rückgängig sind gerade. Ich habe auf alle Fälle hier den neuen Blog hochgeladen und dann gucken wir mal, was auf den anderen Medien so los ist. Ich habe bestellt für morgen. Ab Montag ist Lockdown. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt beim Lockdown. Wie die Leute das so wahrnehmen, wie das vielleicht mit dem Laden will ich ja nicht sagen, da haben wir wieder so Notöffnungszeiten, dass wenn sich wenn Leute unbedingt irgendwas brauchen, dann können sie natürlich auch zu uns kommen. Und es wird dann eben, da ist nicht täglich jetzt offen, aber schon ein paar Tage die Woche mit verkürzten Öffnungszeiten. Das mache nicht ich, das macht dann der Achim in Vertretung und ich muss mich tatsächlich um meine Antiquitäten und Kunst ein bisschen kümmern. Also da habe ich echt wahnsinnig viel zu tun und deswegen mache ich das auch. Und ist natürlich doof, jetzt schon wieder 23.13 Uhr, mein Geburtstag ist fast um. Ich
ich hoffe, ihr freut euch auch. Zumindest die meisten von euch. Wart da wieder ein Jahr länger in meinem Leben mit dabei, sozusagen. Mal gucken, was das nächste Jahr für uns bringt. Oder für mich. Ne? Also für uns, für unsere Familie. Und und wenn ihr Bock habt, freue ich mich drauf, auch euch in meinem nächsten Lebensjahr begrüßen zu können. Ja. Na klar, sehen wir uns morgen wieder. Macht es gut. Bis gleich. Indem wir keine Vogelkacke mehr hier im Haus haben. Ach komm, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ist geflogen? Die Tasse nach oben an die Decke. Ja, und dann ist sie wieder heute ist also der Tag. Ist das gemischtes Püree? Nee, das ist Zeug, jetzt trinkt sie. Ich hab richtig Hunger und Durst. Und ich bleibe... Der Tag ist nah. Die Taube kann losgehen. Na, vielleicht heute, vielleicht morgen. Also, nein. Papa, stell mal vor, die Taube bleibt bis zu meinem Geburtstag. Nee, das ist morgen bitte so eine furchtbare Waffe. Ich will nicht, dass morgen mitfliegen kann und weg dann ist. Mama, die Taube bis zu meinem Geburtstag, das wäre. Ihr redet alle durcheinander, meine. Anfassen. Weiß allerdings auch nicht, wie sie herauskommen soll. Nicht, was, wenn sie rüberfliegt hier, nehme ich dann. Das habe ich auch schon überlegt. Ich muss noch einmal anfassen. Wollen wir im Görlitzer Park? Sozusagen. Und dann? Wir aussitzen. Schön nochmal. Abi dudit gerade. Auf mich ruf. Flatter mit den Flügeln und spring. Oder nein. Oder? Nee. Das ist ja voll dreckig. Nee. Dort ist auch Kacke drin. Na super. Komm. Nein. Wie, Kacke? Oh nein. Da kannst du nicht mitspielen jetzt. Okay, dann hier ruf. Guck mal da. Da, oder? Oder unten. Okay. Hopp, hopp. So, ich glaube, wir müssen mal wirklich zum, was weiß ich, irgendein Park oder irgendwas. Hasenheide oder was weiß ich. Hasenheide vielleicht. Gehst du diesen Bäcker, der so lustige Schrippen hat? Lustige Schrippen, was sind das denn? Lecker. Ja, lieber zu dem. Ja, die sind lecker. Onkel Schaf hatte ich schon. Papa Schack. Freundin Schack. Nicht cool. Mama sagt dir die. Achtung. Mama. Achtung. Hallo. Hast du schon lange einstecken können? Hallo, bei den Babyzelle. Und geht's. Taube Auswilderung, Versuch 1, 2, 3. Was ist los? Ich weiß es nicht, das Kind. Hallo. Genau, Versuch Nummer 1. Versuch Nummer 1. Vielleicht der Einzige. Gleich weg und gut. Also hoffentlich. Und? Flieg.
Flieg! Herrgott! Oh! Die will nicht! Papa, mach doch so! Setz sie auf den Händen. Ach, die wird schon irgendwann. 3 Jahre später. Lass erst mal gucken, orientieren. Komm her! Flieg! Du wolltest raus, jetzt flieg raus. Herrgott. Taube liebt dich. Taube liebt mich. Schön. Hier, du musst mal filmen. Eins. Oh, ich hab eins gesagt. Eins. Fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Das bringt Glück. Das bringt Glück. Und Mama fliegt die Taube. Na was, wie sieht's denn aus? Nein. Mama, das bringt Glück. Glück, okay. Kannst du hier reinpacken. Da. Nee, da geht's ja kaputt. Mach's hier zu der anderen Blume. Kleeblatt. Mama, das bringt Glück. Bei Papa ist. Mama, bei Papa. Ich weiß. Bei Papa ist die Taube die einzige, die nicht wegfliegen will. Ja, irgendwie will sie nicht weg, wo? Nicht bei Papa, aber bei uns schon. Bei uns so. Jetzt. Oh. Oh nein. Oh nein. Aber wer ist, dass sie flieht? Es kann noch nicht. Ja. Aber warum fällt die denn immer so hin? Die ist so trottelig, die fällt immer hin. Ja, die. Machen wir mit der. Naja, sie ist ja schon ganz. Die muss ganz mehr üben. Die muss ja mehr üben, ja. Ist ja also doch in der Wohnung. Na, die ist nicht so trottelig. Ich weiß nicht, ob das einfach noch ist, wo sie ein Kind ist, ne? Na, aber die Kupferzeichnung ist ja richtig. Ja, dann ist sie richtig doch auch wieder gekommen, ne? Ja. Und dann ist sie hingefallen, dann bist du halt auch Kind, ne? Oh, Skadi kann auf alle Fälle schon nicht mehr. Da haben wir schon wieder so drapiert. Du hast Durst. Radtauber, Skadi, alle Tauber drin. Ich hab kein Geld, ist auch nicht mal. Ich hab Durst. Durst, ja. Du siehst schon nach Durst aus. Oh, und Anouk löchert uns seit 2 Tagen mit Bubble Tea. Bubble Tea. Papa, Bubble Anu, Tea. Papa, Anu kann zu Hause trinken. Ja, Luki, war vorsichtig. Denk dran, es ist sehr rutschig. So, aber Vorsicht, ja? Und nicht und schön mit Bremse, vor allem hinten. Denk dran. Hintere ja. Und die Beine bitte oben lassen auf den Pedalen. Papa, und du musst auch Bremse machen. Ja, und du setzt dich hin. Tada! Papa, du musst die Schlüssel holen. Schau mal. Luna, wir sind hier. Und ihr? Seid ihr auch runtergerannt?
können auch nicht so schnell laufen. Nein, wir müssen noch lernen. Yay. Ja! Das ist jetzt ein bisschen müde, wa? Der Rotzi-Potzi. Na denn, weiter runter. Mille und Kakao. Du musst auch das später dein Problem. So, was ist denn das Resümee jetzt von dem? Das ist ganz schön tollpatschig, der Vogel. Du hast dauernd hingefallen. Was sagst du dazu? Er hat einen Wurzelbaum gemacht. Und du? Er ist süß. Und du? Er ist tollpappig. Tollpappig. Und du? Die sagt süß. Ja. Was ist dein Resümee? Dann. Na, der braucht noch 2-3 Tage. Ich sagte noch 2-3. Geum heißt süß. Der wird auch gar nicht so richtig weg. Nö. Wie so ein Baby noch, wa? Der wollte die bei meinem Papa bleiben. Na, außer den mit einfangen. Mit Marker natürlich nicht. Nee, das Einfangen mag er nicht, aber ist ja klar, das ist dann, glaube ich, Instinkt, denn so ein Wegrennen. Kommt jemand das auf dich zu, renn weg. Also, meine Kinder, einsläufig habe ich das. Eine Taube fand, die wurde mir in den Laden von Gott persönlich geschickt. Da ist sie nun 50 Jahre schon, sitzt sie auf meiner Schulter und altert nicht. Ja. Da geht's den Schnabel aufmachen, dann pickst du mir rin, ich kenn nicht. Ja. Dann los mit dir. Ja, quiek, quiek. Trinkt. Ich weiß doch, was meine Kinder wollen. Option. Also, wir suchen auf diesem Wege jemanden in Berlin oder Umgebung, meinetwegen, der sich dieser Taube annimmt. Weil hier kann sie definitiv, ja, halt ja die Ohren zu, meinetwegen, nicht bleiben. Auch wenn es weh tut. Ich wurde gespritzt. Ja, wir haben keinen Platz. Wir haben keinen Platz. Das geht einfach nicht. Wir sind keine Taubenaufzuchtstation. Wir haben kein Haus. Ja, Haus auch kein Thema. Ja, halt kein Thema. Aber so geht das einfach nicht. Schlicht und ergreifend geht nicht. Also, wer irgendwie irgendwas irgendwen vermitteln kann, der sich dieser Taube annimmt, vielleicht auch ein bisschen Flugtraining macht mit dir oder mit, keine Ahnung, oder mal guckt, ist da jetzt überhaupt irgendwas kaputt, motorisch oder nicht. Obwohl, eigentlich fliegen kann sie ja irgendwie, aber wahrscheinlich fehlt einfach die Übung, der Platz dafür. Dann bitte gerne melden. Denn so schön es auch ist und romantisch das aussieht hier, mit einer Taube auf den Schultern. Ja.
Die denkt, die ist ein Storch oder nee, ein Flamingo steht auf einem Bein, oder? Die steht auch immer einbeinig. Also wie gesagt, wir haben ja Körnermischung, die frisst sie anscheinend ganz gerne jetzt. Oh, kriegt auch nichts anderes. Exotisches Futter. Kommt von weit her. Ja, ja. Ob das nun taubengerecht ist, wie gesagt. Wie meine Mutter ja schon schreibt, da streiten sich die einen darüber, die anderen darüber. Ich glaube, eine Norm gibt das nicht. Das müsste uns die Taube persönlich beantworten. Und das tut sie ja nur, indem sie eigentlich frisst. Und das ist schon mal nicht schlecht. Also, wer uns was vermitteln kann, ist dann herzlich willkommen, auch mal sich kundzutun. Na, dann fliegt denn. Ich will gar nicht fliegen. Du sitzt da. Skadi hat sie Konolo genannt. Hm? Konolo. 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 Skadi hat immer so lustige Namen. Konolo. Also sie hat einen Namen, offensichtlich schon, wusste ich nicht. Konolo. Mensch, Konolo, flieg in die Welt. Du gehst nach Spanien mit Konolo. Alles schick. Ich bin aber kein Taubenschlag. Das hast du nicht zu entscheiden. Ich habe einen Schlag bei Tauben maximal. Was hat denn die Taube? Die kann nicht fliegen. Das hat sie. Furchtbar ist das. Oh. Naja. Ah gut, also das war halt erstmal von unserem, naja, was auch immer, von unserem Taubenaufzuchtstation Müller hier. Wie gesagt, wir können es aber nicht bewältigen eigentlich, weil das ist, klar könnte man, war, aber wir haben schon genug um die Ohren. Deswegen suchen wir halt wirklich jemanden, der das machen kann, der das übernehmen kann hier in der Nähe. Also dem das auch nicht zu viel ist. Also natürlich jetzt nicht einfach so, oh ja, toll, würde ich euch abnehmen und dann am Ende, das ist mit Sicherheit viel Arbeit, das wissen wir. Also schon was Offizielles, vielleicht ohne offizielle Stelle oder so. Wir haben nichts gefunden. Niemand, der das machen will. Niemand. Die reden alle, aber machen tut's keiner. EVs sind's alle. Keine Ahnung. Machen tut's keiner am Ende. Na gut, in diesem Sinne, ich verabschiede mich da mit von euch für heute. Ja, sehen wir uns morgen wieder. Mit mal schauen, was ich morgen mache. Also, bis dann. Macht es gut. Ciao, sagt der Tommy.